und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Limbo. So, ich habe einen Tipp bekommen. Ja, uns fehlt natürlich definitiv noch eine Kiste. So, und die werde ich jetzt mal besorgen. Das Problem ist, dass ich nicht weiß, wie ich jetzt... Ach, shit. Ach, scheiße, ich bin noch so blöd. Ich hätte mit der Kiste runter müssen, aber sonst komme ich da nicht hoch. Ja, jetzt muss ich das nochmal machen. Okay, egal. Kann ich das gleich machen? So, und zwar... Ne? Nein! Ih, voll die Gedärme, wie diese geflogen sind. Oh, guck mal, er hüpft sogar noch. Und zwar müssen wir... nach links. Schade, jetzt hat er mich sonst nicht gesehen. So, die Kiste haben wir jetzt schon mal. Ich glaube, ich kann die andere Kiste auch nur mit der Kiste holen. Das ist mal wieder typisch, dass ich wieder das alles nicht richtig gemacht habe. Beziehungsweise es übersehen habe. Ups. Sollte die vielleicht noch ein klein wenig nach vorne schieben. So. Hier muss... guck an. Guck doch an. Hallo? Ich glaube, die muss im Fall müssen... Na? Nein! Nicht auf die Seite. Wenn die von oben kommt, der braucht sie den Schwung. Ach komm. So nah und doch so fern. Sie darf nirgends dagegen stolpern.
Oh ja, ich glaube, sie darf nirgends dagegen stolpern. Das ist ja vielleicht ganz. An aus, an aus. Yay! Geschafft. So, jetzt hoffe ich, dass wir mit der Schwerelosigkeit. Das hinkriegen. Völlig losgelöst von der Erde. So, jetzt müssen wir es wieder hochholen. Kann ich drüber hüpfen? Hallo? Ah ne, brauche ich ja erstmal gar nicht. Muss ja die andere noch holen. Ich hoffe, die hat sich wieder nicht Nee. Guck an, da liegt sie. Ach. Du wunderbares Wesen. Du wunderbares Etwas. Nein. So, müssen wir dich nur richtig platzieren. Weil es ja eigentlich im Endeffekt wurscht, gell? Nee, ist nicht wurscht. Oh Mann. Oh Mann. So. Juhu. Oh, jetzt haben wir es. Oh, sagte ich, jetzt komme ich da nicht hoch. 5 Stunden später. Das ist ja der Wahnsinn. Oh, was ist da? Ich mache einfach schon mal den Magnet an. Was passiert denn, wenn der Magnet aus ist? Werden wir sterben? Aha. Hä? Jetzt machen wir mal hier. Gehen wir da erstmal.
Jetzt haben wir Magnet an. Aber wenn es ausgeht, dann knallt es sofort wieder runter. Was ja hier gut ist. Gib es auf. Versucht es so schnell an- und auszumachen, dass er. Bleibt er oben? Bleibt. Nein, der ist auch oben. So, jetzt gehen sie wieder hoch. Oh Mann, wie geht das denn? Es wäre viel besser, so eine Kiste mitzunehmen. Jetzt kommen wir da aber nicht mehr hoch. Da geht beides hoch. Wenn ich das anmache, bleibt es oben. Aber ich möchte nicht, dass das zweite hier oben bleibt. So, ich mache noch mal ganz schnell an und aus. Schnell. Ganz flotte Lotte. Ganz schnell haben wir das gemacht. Oh nein. In den Tod. In den Tod. Schauen wir mal, was passiert, wenn ich das. Aha. Ich glaube, wir müssen uns da dranhängen. Aber es geht gar nicht, wir sind nicht so schnell. Nein, jetzt schon wieder der Tod. Schon wieder der Tod. Und wie kommen wir denn dann überhaupt wieder rüber? Weil der bleibt ja dann oben. Aha, guck mal an. Der hat so viel Schwung, dass er nach oben geht. Oder auch nicht.
Wo genau mussten wir hin? Oh je. Ich glaube, wir müssen dem Pfeil folgen. Geronimo! Aber wie? Hä? Bo? Bo? Ah! Guck an. Wir müssen den Pfeil wahrscheinlich auch noch treffen. Nein! Das wäre echt tricky, das Spiel. Hallo? Hallo? Oh nee, das war nix. Ach, wie schön, einfach mal in den Tod gesprungen zu sein. Wir sollten auf die Stelle hüpfen, wo nichts ist. Am besten. Nein, jetzt bin ich ja noch reingelaufen. Das gibt's doch nicht. Fräulein Pfirsich. So geht es nicht weiter. Wieder so das mit dem blöden Strom. So. Nein. So. Das gibt's doch nicht. Kann ich auch anders runter, wenn ich einfach runterhüpfe? Nein, okay, ich sterbe. Ba-ba-ba. So. Ich habe doch übrigens den Strom eigentlich vorher ausgemacht, oder? Ups. Dachte ich. Geschafft. Welche Seite gehen wir? Zum Glück die richtige.
Ich wusste. Hoffentlich nicht nochmal von oben. Nein. Nein. Oh. Hui. Hui. Okay, es ist auch auf Zeit. Und das machen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.